Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, hab ich wieder für euch in The Wolf hin unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden und erkunden und dann Wolf in. Und hier haben wir den Erfolg, klitzekleines Spinnchen. Und für dieses müssen wir Folgendes machen, winkt den folgenden Weberatten zu und zwar sind es insgesamt 6 Stück. Und diese 6 Stück befinden sich alle hier in Ashkahed. Und ich würde sagen, wir tigern die mal ab. Bevor wir da aber hingehen, kleine Randinformation. Das Achievement war anscheinend am Anfang verbuggt und hat nicht sonderlich gut funktioniert. Anscheinend hat Blizzard das mittlerweile gefixt. Es gibt aber immer noch ein paar Probleme. Ich habe das mal auf WoWhead nachgelesen. So wie es aussieht, sind manche Spinnen nur in gewissen Questständen da oder auf unterschiedlichen Spots. Dann gibt es Events, die da noch zwischen rein funken. Also wir werden jetzt mal gucken, ob wir die so alle kriegen. Eventuell muss ich dann nochmal auf den Twink gehen. Als Information mit meinem Main habe ich alles hier durchgequestet, was man questen kann. Jetzt werden wir erstmal die mit dem abklappern. Und eventuell, wenn wir dann nicht alle kriegen, dann schauen wir vielleicht nur mit Twinks und dann müssen wir mal gucken. Gut, als allererstes würde ich euch empfehlen, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe mir ein Target-Makro für jedes von den Spinnen geholt. Je nachdem, ob ihr einen englischen oder deutschen Client benutzt, würde ich euch das empfehlen. Auf eine Taste legen, dann könnt ihr hier ein bisschen rüberfliegen, dann findet ihr die auch ein bisschen einfacher. Zum Beispiel hier den Fingerhut, das ist jetzt der erste, den ich gefunden habe. Und der ist jetzt hier unten auf den Koordinaten 55, 69. Jetzt mit dem Add-on Handy Notes, wenn wir über den drüber fahren, dann zeigt es mir noch einen Haufen mehr Spots an. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der vielleicht dann bei euch da ist. Ne? Also hier oben haben wir einen Spot, hier haben wir einen Spot, hier einen Spot, da einen, dort einen, hier einen. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob die dann vielleicht alternativ bei euch auch an diesen Spots sein können. Ne? Da könnt ihr ja auch mal rüberfliegen, euer Makro drücken und schauen, ob da was am Start ist. Gut, jetzt würde ich sagen, winken wir den mal schnell. Also winken, also ihr müsst slash winken eingeben. Könnt ihr euch theoretisch auch ein Makro machen, dann müsst ihr das nicht bei jedem drücken. Oder ihr tippt es ein, je nachdem, ne, wie ihr euch da, wie euch das Ganze lieber ist. Dann sind wir am nächsten Spot und zwar habe ich Rook gefunden. Übrigens, wenn ihr einen Mob nicht findet, der soll jetzt anscheinend hier rumlaufen. Also ich bin jetzt in der Stadt der Fäden. Und dort etwa auf den Koordinaten 47, 14. Auf der gesamten Map sind wir dann auf 48, 69. Und wenn ihr einen Mob quasi dann nicht findet, am besten halt das Makro drücken, ne? Dann kriegen wir die einmal ins Target. Oh, hier haben wir auch noch herumhüpfende Weberatte. Das sind anscheinend zwei verschiedene. Warte mal, war die auch fürs Achievement? Doch, die war auch fürs Achievement. Ah, der Ruck ist ein anderer, okay. Ruder zurück, wir brauchen die herumhüpfende Weberatte. Winken, machen wir das mal auf eine. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ah, hat funktioniert, ne? Das sind drei verschiedene, anscheinend funktioniert jede. Was ich euch sagen wollte, wenn ihr dann eine übers Makro findet, könnt ihr die auch mit einem Mark versehen. Ab und an, wenn die jetzt hinter Gebäuden sind, seht ihr die nicht vernünftig und das Mark, ne? Das müsstet ihr dann da durchsehen. Seht ihr? Also das geht auch durchs Gebäude durch, dann seht ihr es ein bisschen einfacher. Also hier, ne, auf den Koordinaten 50, 17 war dann diese Weberatte. Oder herumhüpfende Weberatte, genau. Nummer 3 haben wir jetzt vom Raid-Eingang. Wir sind auch wieder Stadt der Fäden und zwar hier auf den Koordinaten 39, 65. Und ja, da haben wir dann Webster hocken. Der ist direkt, hier seht ihr den Raid-Eingang, neben so einer Statue ist er am Sitzen. Dann haben wir jetzt 3 von 6. Als nächstes habe ich dann Spindel gefunden und die ist direkt im Nest der Weberin bei mir, hier auf dem roten Punkt, auf den Koordinaten 55, 43 und es gibt hier noch einige andere Spots, hier, ne, da kann sie anscheinend auch sein, ich vermute mal, das wird jetzt an dem jeweiligen Queststand liegen, wie gesagt, da einfach drüber fliegen, Makro spammen und schauen, ob ihr sie da findet. Wie gesagt, meine ist hier einmal direkt im Lager und dann machen wir auch Winken drauf. Und damit haben wir dann 4 von 6. Der nächste Mob ist ein bisschen tricky. Und zwar ist das Ru-Murur oder irgendwie so ähnlich. Der ist jetzt hier vor mir. Und der ist immer an einer anderen Stelle, je nachdem, wo quasi diese Special Quests sind. Ne? Wo man, wenn man mit ihm quatscht, dann ja so Aufgaben erfüllen muss. Meiner ist jetzt hier auf den Koordinaten 54, 34.
Ich habe aber auch von Leuten gehört, wenn hier nicht diese Special-Aufgabe ist, dass er hier oben sein soll, bei 41, 22, beides in der Stadt der Fäden, ne? Also jetzt würde ich sagen, winken wir dem auch und dann brauchen wir nur noch Blitzy. So, dann kommen wir noch zum letzten. Blizzard hat mittlerweile das Ganze gefixt, denn Blitzy gab es irgendwie nicht, war verbuggt und jetzt haben sie den umbenannt in Hüppi. Ich habe beim Einloggen den direkt als fertig abgehakt bekommen und manch andere im Stream anscheinend auch. Wenn euch der nicht automatisch abgehakt worden ist, dann gibt es Hüppi jetzt quasi auch im Lager der Weberin, also hier das Nest der Weberin, hier unten auf den Koordinaten 56, 42. Und ja, das ist einfach einer von diesen Rufhändlern quasi, der hier auf dem Tisch hockt. Und da könnt ihr den auch noch winken und dann müsstet ihr euer Achievement fertig kriegen. Also der ist hier, ich fliege jetzt mal hoch, hier in dem unteren Bereich, ne, in dem Zelt würde ich jetzt mal sagen. Da hockt er einmal drin. Genau, und ja, damit haben wir dann alle 6 Stück eingetütet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr den Hüppi überhaupt winken musstet oder ob ihr den auch automatisch bekommen habt. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann gerne im nächsten Video wieder. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann verabschiede ich mich, euer Tilar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.